Ja, Rüdiger, wo sind deine Safe States jetzt? Wenn ich sie mal brauche, ja. Anscheinend war es nicht interessant genug, als dass du ein Safe State gesetzt hast. Also, das stimmt. Es muss interessanter werden. Okay, Entschuldigung. Warum ist das? Das war ja auch schon ziemlich lustig. Ulden-Löhn. Das ist sehr gut. Oh cool, hier habe ich was gefunden. Hier ist tatsächlich irgendwie ein Eingang. Scale the Tower, das ist doch ein Tower hier, oder? Ja, ich glaube, du. Ja, da ist noch eine Plattform, wo du hochgehen kannst, auf jeden Fall zu deiner Linken. Genau, da wo es so ein bisschen zittert. Ich hoffe, du hast gespeichert! Ich hoffe auch, was war denn das? Rüdiger, das war ein nicht so guter Sprung. Misskalkuliert, würde man sagen. Das ist richtig. Wir müssen wieder um die Ecke springen, Lord, hier, weißt du? Ja. Also da kann der Lord gar nichts für, das hat der Dude auch gemacht. Das stimmt. Das ist da wohl der um die Ecke Dude. Der um die Ecke Dude, genau. Ja, um die Ecke Dude musst du jetzt machen. Aber guck mal, wie lustig das ist. Mario lacht auch schon darüber. Also ich glaube, ich muss. Irgendwie ist die also, wenn ich jetzt was sie hören hätte, dann würde ich sogar das Warn des Versagens da machen. Aber das habe ich, glaube ich, gerade nicht zur Verfügung. Was sie hören? War das so gut? Och Mann. Das würde Mario ziemlich lustig. Alter, das gibt's doch nicht. So, dann machen wir es halt so. Du hast es geschafft, Rüdiger. Ja. Mit Lava-Jump. Du hast geschummelt, aber du hast es geschafft. Mit Lava-Jump, so muss das. Das ist eigentlich sogar Skill. Das Lustige daran ist, ja, mit Blaskorps konntest du das nicht. Stimmt. Mit Blaskorps war sofort, wenn du Lava berührt hast. Mhm. Ja, war auch so. Oh Mann, ich hab Bock nochmal Blaskorps aufzunehmen, aber das bringt ja nichts. Nee, wir müssen Matze-Knatze-Platin machen irgendwann. Ich hab die Speichersache ja nicht mehr dafür. Da müssen wir alles nachgucken. Da hab ich gar keinen Bock zu. Das ist viel zu viel Aufwand. Müssen wir die Zeiten genau einstellen, alle? Erst einmal wieder? Hm. Ewig lange Vorbereitung auf das Projekt. Und dann machen wir das. Ja. Ich hab schon Bock, nochmal alle Zeiten zu toppen, irgendwie. Aber naja, das wäre ja dann, ohne es böse zu meinen, das wäre dann eher für mich als für dich, Abby. Das ist schon richtig. Weil du hast nur bei das ist das Bagerlied, da hattest du zum deiner größten Meilensteine. Ich bin auch immer noch froh, dass du da die Zeit geholt hast. Ja, ich bin auch sehr froh gewesen. Was, Gimpsgate? Hieß das so? Gimpsgate war es, glaube ich, genau. Ja. Also, allein schon dieses Markante, du weißt in dem Moment, wenn aus meinem Mund das Wort das kommt, in der Tonlage, ist es mittlerweile so eingebohrt, dass er danach singt, das ist das Baggerlied. Ich find das so schön. Ich find das so schön, dass die Leute auch wirklich immer noch daran denken. Und das ich find's immer noch, so. Immer noch ich, aber ich find's ja schade, dass du immer noch nicht ausprobiert hast, in den gelben Bagger reinzufahren und dann irgendwie diesen Glitch zu aktivieren. Stimmt, da war was. Hm. Das hast du irgendwie bei der anderen Mission gemacht, oder? Ja, das hatte ich ja gesagt, das ist auch so, du hast es ja nie gemacht. Aber ich hab damals gedacht, du hast irgendwie einen Cheat aktiviert oder sowas. Nein. Ich hab's ja damals gesagt, ja. Gecheatet habe ich nur das in der einen oder anderen Mission, als sie das in 3 Sekunden geschafft hat. Ach genau, das war das gewesen, das war die andere Mission. Das war das davon, aber das andere, das hast du ja nie ausprobiert für mich. Das war voll gemein von dir. Oh Gott, ich glaube, das ist wirklich Extreme Edition. Das war ein fehlender Arschsprung gewesen. Ja. Das war also ein Sprung im A. Habe ich jetzt noch genug Zeit, das zu tun, wenn ich jetzt hier speichere? Hast du noch genug Löhn, um das zu tun, wenn du löhnst? Ich probiere es einfach mal. Oh. Das war so klar, dass ich mich jetzt nicht umdrehen kann. So, shit, ich duck mich. Oh, duck dich, Julia! Geht doch nicht. Okay, cool. Einfach cool hochgelaufen. Du hast einen Stern von nah und fern. Laut. Tschüss. Okay. Die lauten Super Mario 64 Geräusche. So. Immer so, das sind die lauten, das sind die leisen Geräusche. Du wirst mich nicht finden. Stimmt. Ich muss dazu sagen. You gewonnen, find me. Squad alive! Ja, ich muss dazu sagen,
ich bin halt im letzten paar Stunden das Level hier reingelaufen, deswegen wusste ich auch was. Und dadurch haben wir halt schon einen Stern geholt aus der Extreme Edition Seite. Das heißt, wir haben jetzt also wirklich nur noch einen Stern hier vor uns. Ein Nö. Genau das. Okay. Und er hat jetzt den vielsagenden und sehr, sehr schönen Namen, der mir auch sofort weiterhilft. Yuggwonam Find Me. Ja, Yuggwonam Find Me. Squadela, du bist weg. Das ist ja eigentlich der Tipp daran, ne? Also ich sage, er hat den Abo in eine Lavagrube geschmissen und der muss ihn jetzt hin. Ich glaub's auch. Also in der Lavagrube habe ich... Da, guck mal, das ist schon... Ja, hier, da ist es doch. Muss unter der Brücke sein, geht gar nicht anders. Denke ich auch. No. Was ist jetzt hier? Armin, Abo in der Wand drin, renn durch die Wand durch. Okay. Renn durch die Wand durch, muss in der Wand sein. Renn einfach durch die Wand durch, da ist er drin. Rüdiger, der ist in der Wand, ich sag's dir, auf einer der beiden Wand sein ist er. Okay, dann probiere ich das jetzt 20 Minuten, egal. Nee, okay. Bringt nichts, hast ja gewonnen, okay, mach mal was anderes. Okay, ja, jetzt komme ich hier nicht mehr raus, heil, das ist ein bisschen doof. Du musst lachen, lach dich da raus. Mach okay, Lachglas an. Haha, ist ja lustig. Haha, da war ein Baum, das ist ja noch besser. Oh, nee. Ist das lustig, wieder der Baum war. Das mach ich nicht. Okay. Ja, da wozu war jetzt dieses Loch? Wozu war der Löhne, fragst du dich? Ja, aber wozu war der Löhne? Geh aber da oben rauf, da ist was. Da oben ist was, oder? Ja. Da muss da oben drauf sein, geht gar nicht anders. Guck mal, wie man da nicht hinkommt, da musst du rauf. Meinst du, da kommt man nicht rauf? Ja, da kommst du nicht rauf, da musst du hin. Da siehst du, da kommt man gar nicht hin. Du musst da über die Platte, du musst da über den Eingang gehen und da ist ein Teleporter. Meinst da du? Ja, warum denn nicht? Ich würde es nicht. Ich meine, du kannst tatsächlich über mit deiner scheiß Flugkappe hingehen, aber was ist denn da rechts? Nicht der Igel da, aber da, was ist das? Das ist ein Gitter. Da kann man da irgendwie rein? Irgendwie nicht. Vielleicht mit Backwards Longjump oder rein? Mit Backwards Longjump bestimmt, aber. Ja, mach mal, geh in die Wand springen und dann gehst du da hoch oder so. Komm, bist du der Pro in allem jetzt in Super Mario 64? Ich muss mir doch gar keine Gedanken mehr machen. Ja, oh, guck dir das mal an, du bist so Pro, da kommt ein Pro wie. Alter, nee, du streckst dich gerade nicht mal an, ey. Ich glaube, du kommst da hoch. Also. Ja, das ist keine Herausforderung, weißt du, deswegen weiß ich nicht. Letztendlich lässt du dich einfach nur gerade mal von so einem blauen Typen, der immer nur Eckök macht. Immer Eckök. Eckök, Rüdiger. Oh, hört sich an wie eine Ente, die Eckök. Eckök. Wie eine Ente? Tschüss. Das ist egal, ein interessanter du Vergleich. Ein von Wolf. Okay, ich probier's jetzt mal richtig mit Skill. Ja. Ja, Akzeptanz. Das ist okay. Ah, Rüdiger, wo ist denn hin? Da ist doch alles, was du brauchst. So, okay, da geht's jetzt weiter hoch. Okay, cool. So, da ist Lavaland. Da ist Lavaland. Okay, hier waren wir, glaube ich, noch nicht. Ja, was auch, Rüdiger. Du wirst ihn gleich finden. Ist kein Ding. Guck mal, jetzt gehst du da hoch. Ja, guck dir das mal an hier. Nochmal schön speichern, bevor du abstürzt. Genau. So, okay. Jetzt gehst du vom Plattform zum Plattform. Irgendwie kann das sieht aus wie irgendwelche Casino-Stäbe, aber da fehlen die Ecken dran. Stimmt, da ist was dran. Da ist was dran, Rüdiger. Das ist schon lustig, dass du das so sagst, aber da ist was ab, würde ich eher sagen. Aber man sagt ja auch gerne, Rüdiger, lieber Arm dran als Arm ab, ne? Entschuldigung. Dass du das machen Kunden mit dir nach 7 Jahren. Genau. Oh ne, die Mission habe ich schon gemacht. Hast du? Ja, das ist da gab es Lavasprünge hier rüber. Okay, Kacke. Oh Mann, ey, jetzt hab ich schon hier Kacke. Ja, dann mach doch was anderes. Hau doch ab. Ja, jetzt. Egal, ich mach's doch für dich. So. Ach Scheiße. Warum läuft der tollste Tank Engine Musik? Ich hab mich so kaputt gelassen. Das ist gelassen, sehr, ne? Ja, lass mal irgendwo hinlabern. Rechts ist bestimmt doch was. Hier sind doch nicht umsonst hier über diese Schiffteile. Hier muss doch was sein. Das ist gar nicht so lustig. Oh. Ich weiß auch nicht. Also der ist echt. Der ist böse versteckt. Warum ist das lustig? Ich weiß es nicht mal. Timo würde mich dafür hassen, ey, dann mal. Zu Recht. Ja, gut. Ja, deshalb magst du es ja, ne? Genau. Oh, guck mal, Bomben. Der ist weg. Er ist einfach tot. Hüldenbombe, okay. Hüldenbomben. Lass
Das ist auch eine gute Wortschöpfung, es tut mir leid. Ulden und, also Ulden und Lösen sind sich lustige Wörter, die ich eigentlich mal aus Krampf gemacht habe, ja. Ja. In Kombination mit richtigen Wörtern ist es halt echt gut. Ja. Ich muss ja den Löwen finden oder Ulden. Okay. So, ich glaube, ich muss mal von oben gucken irgendwie. Ich glaube, wir gehen jetzt auch irgendwie nochmal Richtung Festen. Ja. Oh drauf. Nein, oh nein. Der Sprung kann nicht gut gehen. Okay. Mit Lava-Jump. Das ist echt lustig. Mit Lava-Jump klappt das. Also mit Lava-Jump, so erzählt von Lava. Das machen wir ja die ganze Zeit schon, ja. Wir machen ja nur Lava-Jumps hier. Okay. Also. Alter! Das ist ja lustig, dass du da runterfällst. Ich weiß nicht mal, wo ich gespeichert habe. Das ist so kacke. Du hast da hinten gespeichert, glaube ich, da oben, ja. Ich habe da oben drauf gespeichert. Ich habe da unten okay. Nichts gesehen. Ich achte da so ein bisschen drauf. Ah, okay. Ja. Es ist gut, dass du für mich darauf achtest. Ja. Ich sehe, wann du loadest und wann du savest. Ey, geil. Hallo, Ekusa. Ich hoffe, das macht dein Leben besser. Das klingt echt voll böse. Wieso war das böse? Ich mache das mein Leben besser damit. Das stimmt. Ja, also ich helfe da ja so ein bisschen mit dann. So ein bisschen. Ja. Ich habe jetzt nicht verstanden, was da böse ist. Tut mir leid. Ich mag Ekusa. Hat er jetzt eigentlich beim letzten Mal bei Rocket League Turnier mitgemacht? Ich weiß es gar nicht. Bei dem hier nicht. Bei dem jetzt nicht? Nee, ich glaube, beim ersten war er, glaube ich, dabei gewesen, oder? Aber war er da nicht bei Manu bei deinem Turnier oder so? Nee, warte mal. Genau, bei. Ja, und ich glaube, da war er auch nicht dabei. Ich glaube, da war er irgendwie. War er nicht Ersatzspieler? Ersatzspieler? Oder nee, oder war Chuck Moritz Ersatzspieler? Ich glaube, Chuck Moritz war auch Ersatzspieler gewesen, ja. Ah, okay, dann kann sein, dass die beiden Ersatzspieler waren. Okay. Lüne auch Ersatzspieler. Guck mal, da ist doch was da hinten. Da war ich noch nicht oben drauf. Da geh ich jetzt einfach rüber. Du warst da sowas von oben drauf, mein Freund. War ich da sowas von oben drauf? Du warst wirklich? Da schon mal sowas von oben drauf gewesen, glaub ich. Das sagt mir jetzt hier aber gar nicht. Nee, das sagt mir nichts. Okay, Gott. Dann schmeiß ich dich. Also ich würde dich auch runterschmeißen dafür. Ja, verstehe ich. Und was machst du jetzt mit dem? Tja, dann schmeißt ihn weg und dann? Ja, da bin ich glücklich. Aber dann kriege ich Münzen. Die brauche ich zwar nicht mehr, weil ich die 80 auch schon geholt habe, aber. Also das hat uns ja jetzt weitergeholfen, würde ich sagen, ne? Total. Da ist doch was. Oh, oh, oh! Da ist da. Oh! Das habe ich jetzt irgendwie an Wombo-Kombo erinnert. Okay, so weit. Okay. Da muss ich nur noch irgendwie sicher drin landen. Einfach nur, weil wir so behindert waren, haben wir ihn gefunden. Toll. Ja. Das haben wir uns nicht verdient. Das ist recht. Dann müssen wir jetzt irgendwas anderes machen. Was für eine dumme Kacke. Ja. Ich hoffe, du hast keinen Spaß. Nee, ich hatte echt überhaupt keinen Spaß an dem Level, ey. Das ist halt Mario 74, das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht, weil. Oh ja. Klüger Lord, ey. Weißt du? Denkt, kann Hexen. Also, es war ja schön, dass ich da mitmachen konnte, ne? Das hat dir jetzt richtig weitergeholfen. Das hat sich jetzt richtig gelohnt, ne? Ja. hat der vorher auch schon Licht gesehen? Ich wette, das Commentary war um 100% beschissener als sonst. Wahrscheinlich, ja. Aber warum läuft überall Undertale-Musik? Was ist denn los hier? Was stimmt denn hier nicht? Immer Undertale. Ja. Ist das für Felix? Guck mal, deshalb laufen ja auch die ganzen Felixe herum, ey. Ach, ist deshalb. Okay, ich verstehe. Ja. Das ist Felix Heimat hier. Über Undertale-Musik so. Und wenn es nicht Undertale ist, dann ist. Also, aber. Man muss ja sagen, es fällt einem in Hex total oft auf, dass niemand diese scheiß Rainbow Road-Musik da benutzt von den Regenbogenchors. Weil die einfach nicht mehr hören kann, ey. Und dann kommt Toad mit seiner komischen Toad-Version. Und dann macht er. Wo kommt denn jetzt eigentlich deine Komplettierung? Hör auf, die Leute daran zu erinnern. Die haben es längst schon wieder vergessen. 120 Sterne in der Toad-Edition, hast du gesagt. Stimmt. Scheiße. Den wolltest du machen, wenn ich das nicht mache. Leute, er wollte das machen, wenn ich das nicht mache. Er wollte noch die restlichen Sterne holen. Er wollte 120 Sterne in der komischen Toad Edition machen von Super Releasio. Super Releasio im Sinne von Released und dann Releasio. Sucht danach. Ihr werdet was finden und dann werdet ihr euch auch sagen, oh, das sollte Rüdiger echt mal machen. So richtig echt mal machen. Genau. Glaubst du, dass ich vergessen habe, wo die Schlüsseltür... Da hinten ist sie doch.
Boah, guck mal, wie ja, super komm, schnell du, Mario. Jetzt fühlst du dich cool, jetzt fühlst du dich cool, ne? Ich hab mich richtig cool gerade gesagt. Ja, Mario war noch nie so schnell. Ja. Wäre ich beim Rocket League Turnier auch so schnell gewesen, hätte das was werden können. Mega, zweiter Platz. Das Mann, stimmt. Du hast es weit gebracht in dem Turnier, ey. Es war auch echt cool. Du bist besser als so Spaß viele gemacht. Andere Leute gewesen in diesem Turnier. Mhm. Nur Just Spinner und Kappa Pride waren besser als du. Das stimmt. Du warst so gut, ich hab richtig Bock mit dir ein 1 gegen 1 zu machen, ich hab so Angst gegen die zu verlieren, dass ich es lieber dann doch nicht mache. Das kann ich absolut nachvollziehen, ich hätte auch Angst. Hm. Ach, warum? Warum ich vor dir Angst hab? Nee, warum ich da jetzt irgendwie fast gestorben wäre schon wieder. Weil das voll geil, ich meine, weil das echt schade wäre. Voll geil. Was ist denn das jetzt für eine Musik? Die kannte ich auch nicht, aber das Level hier müsste dir zumindest irgendwie bekannt vorkommen. Aber die Musik sagt mir doch was. Ich glaube, hier muss ich wieder ein bisschen leiser machen, damit man dich noch gut versteht. Aber ich weiß nicht, aus welchem von den ganzen Teilen das kommt. Genau. Na, ist egal. Nee, aber das Level kennst du. Also, sonst verbinden dich Leute mit etwas. Nö, ist nicht, Leute. Okay, wenn du sie sagst. Also, nein, darf ich nicht machen, sonst erwische ich Alex. Nee, ich kann Alex jetzt auch nichts anderes, hat er sie. Ja, ist ja okay, ich kenne. Tschüss, Leute, ich kenne die Musik. Ihr könnt jetzt aufhören. Ja, okay. Oh, das ist aber ein schöner Montag. Okay. Das ist, hier ist irgendwie alles voller Monde. Läuft. Hier ist alles voller Monde. Das ist ja, ein paar mondverseuchte Hecken. Moment hier gerade. Du müsstest es irgendwie To the Moon nennen oder so. Ja. Aber nennt es ja lieber Super Mario 64 Star Revenge 2, ach, Act 1 to the Moon, ein Hack von Brody, oder weißt du? Ja, diese ganzen tollen Samples hier. Weißt du, du kannst auch nur so viel mit dieser Super Mario 64 Musik machen, weißt du? Kannst immer, das hat ja schon ein tolles Paket an Sounds, die man benutzen kann bei Super Mario 64. Aber egal was du machst, alles klingt immer glücklich. Kannst doch versuchen, es doch so dunkel zu machen, nur wenn du diese Orgel-Sounds die ganze Zeit benutzt, nur diese einen Bowser-Theme. Dann ist es dunkel. Also sonst immer nur glücklich, 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 alles glücklich, immer glücklich. Verstehst du? Ich verstehe total. Und weißt du, was jetzt das Problem ist, warum ich überhaupt drin bin? Hier wäre angeblich Kurs 9. Aha. Wobei ich Kurs 8 jetzt irgendwie auslasse, weil der genauso versteckt ist wie Kurs 7 und ich keine Ahnung habe, wie ich den freischalte. Vielleicht auf dieselbe Art und Weise wie Kurs 7, das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, aber ich weiß es noch nicht. Deswegen will ich jetzt in Kurs 9 und Kurs 9 war irgendwie hier drin versteckt und jetzt muss ich irgendwie, entweder muss ich wieder Schilder lesen oder ich muss sterben, weil Gegner mich umbringen wollen, was ich nicht so schön finde, weil es ist ja schon schöner, wenn man am Leben gelassen wird irgendwo. Und also ich suche auf jeden Fall Level 9. Das hast du verstanden, ne? Ja. Kannst du mir mal die ganze Skybox zeigen, dich mal so ein bisschen umsehen? Wenn du gleich die Möglichkeit hast. Da unten ist übrigens Level 9. So, okay. Moment. Einmal da draufstellen in Ruhe und dann mal uns die Skybox angucken. Ja, so mal auch so rechts. Okay, da ist das. Was ist hinter dir? Hinter dir ist rot. Okay. Ich glaube, das ist der Mond, oder? Ich glaube, ich kann nicht alles Wichtige sehen, aber ich habe das Gefühl, dass das hier alles eine Andeutung oder etwas ist. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube auch tatsächlich, aber ich wurde davon darauf von anderen Leuten aufmerksam gemacht, weil ich da auf diesem Gebiet ein ziemliches Nichtwissen habe. Ach, Rüdiger, ist doch scheißegal. Man kann nicht alles wissen. Dafür weißt du alles über Küchen. Und das ist auch gut. 6000 Euro Küchen und Memes. Ja, eben. Ist auch schön, ne? Jetzt geh den verdammten Kurs rein. Ich gehe ja schon rein.